So, guten Morgen. Heute mal was anderes. Ein wenig Coworking heute. Gerade noch einen Tweet schreiben. So. Gut, was ist der Plan für heute? Na, ich hatte es angekündigt, ich möchte heute ein neues YouTube-Video aufnehmen zu einem Typo-3-Thema und dachte mir, ja, ich zeige einfach mal, wie ich das mache. Also von der Aufnahme über den Schnitt, Nachbearbeitung, Thumbnail erstellen für YouTube, Upload und so weiter. Das heißt, wenn da irgendwelche Fragen mal auftauchen zur Technik, zur Software, was auch immer, einfach in den Chat posten. Während ich dann aufnehme, kann ich natürlich nicht auf den Chat eingehen, aber das Thema wird nicht so lange dauern, denke ich. Und zwar geht es um eine Option im TS-Config von Typo 3. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, jemand gefragt, wie kann man eigentlich für Administratoren bestimmte Backend-Module ausblenden oder ob das überhaupt geht. Für Redakteure ist ja klar, für Backend-Redakteure. Für Admins geht es aber auch, und zwar über PageTS-Config. Und das, ja, dazu dachte ich, mache ich einfach mal ein kurzes Video. So. Gut. Ich werde jetzt noch ein paar Sachen vorbereiten. Funktioniert auch. Ich kann mal kurz gucken, ob ich euch das zeigen kann, wenn es interessiert. Also ich nehme das Ganze immer mit OBS momentan auf. Auch der Stream läuft jetzt hier mit OBS. Gucken, ob ich das hier jetzt rüberholen kann. Dann müsstet ihr das theoretisch jetzt auch sehen. Genau, hier OBS in OBS. Also da streame ich jetzt gerade hier auf Twitch. Ich habe mir hier verschiedene Szenen eingerichtet mit verschiedenen Quellen. Jetzt hier extra nochmal zwei neue Quellen, die sonst ja bei Twitch ein bisschen anders aussehen. Da blende ich ja normalerweise auch den Chat ein. Habe ich jetzt mal weggelassen für die Aufnahmen erstmal. Und die Einstellungen, da habe ich es jetzt halt so gemacht, dass ich hier für den Stream ein bisschen weniger Bitrate nehme wie für die Aufnahme. Ja. Da könnte man eigentlich auch auf 10.000 hier hochgehen, aber 8.000 reicht eigentlich auch aus für so eine Bildschirmübertragung. So, und dann kann ich eben hier schön streamen, dann die Aufnahme starten, Aufnahme beenden. Das sollte funktionieren. Das werde ich auch mal ganz kurz testen jetzt hier. Ich nehme jetzt mal ein paar Sekunden auf hier, Test, Test, Test. Aufnahme beenden, genau. Ich habe OBS auch so eingestellt, dass die Aufnahmen in MKV stattfinden. Und dann wird das Ganze aber automatisch dann nach MP4 umgewandelt oder remaxed, nennt man das dann. Ne? MKV hat den Vorteil, wenn mir während der Aufnahme irgendwie OBS abkachelt oder der Computer abstürzt oder was auch immer,
dass dann die Aufnahme bis zu diesem Punkt aber intakt ist und nicht völlig hinüber. Ne? Wenn ich in einem anderen Format wie MP4 direkt aufnehmen würde, dann wäre die Datei in so einem Fall nicht zu gebrauchen. Aber hier ist jetzt eben dann zu sehen, die MKV, die Originaldatei, wird dann einfach umgewandelt in MP4. Das heißt, mit der würde ich dann nachher auch den Schnitt durchführen. Die MKV kann man dann hinterher eigentlich löschen, wenn das nicht mehr benötigt wird. Das war jetzt gerade die Testaufnahme hier. Ja, sieht gut aus, hat auch funktioniert. Habt ihr jetzt vielleicht nicht gehört, aber hat soweit funktioniert. Gut. Dann würde ich sagen, ich starte mal direkt mit der Aufnahme, nachdem ich einen Schluck Kaffee genommen habe. Guten Morgen. Den Sound machen wir natürlich aus für die Aufnahme. Ich weiß nicht, so bei YouTube-Videos irgendwelchen Sound im Hintergrund. Ich weiß nicht, ich werde damit irgendwie nicht so richtig warm. Meine Stimme ist auch noch irgendwie belegt. Egal. Ich werde auch, wenn die Aufnahme jetzt gleich startet, erstmal so ein Klatschen machen. Das ist dieser Punkt, wo ich dann, den ich nutze, um Audio und Video nachher im Schnitt zu synchronisieren. Weil OBS hat so ein bisschen die Macke, dass das so um ein, zwei Frames asynchron ist immer hinterher im Schnitt. Ist aber kein Problem, wenn man das weiß. Und es ist auch in wenigen Sekunden korrigiert hinterher, aber deshalb mache ich immer so ein Klatschen, dass ich diesen Punkt habe, wo ich genau sehe, an der Stelle ist eben, oder an der Stelle kann ich es dann eben synchronisieren. Ist der gleiche Effekt wie beim Film, mit der Filmklappe, ne? Deshalb wird das auch gemacht. Gut, jetzt gucke ich mal, ob ich alles soweit vorbereitet habe. Das passt, genau. So. Gut, nochmal kurz sammeln für den Einstieg des Videos. Also ihr werdet auch sehen, ich werde mich immer wieder mal verhaspeln und dann fange ich einfach einen Satz nochmal von vorne an. Das wird dann alles im Schnitt nachher korrigiert, auf jeden Fall. So, ich muss kurz nochmal die ersten Sätze mir überlegen. Okay. So, Aufnahme läuft. Jetzt kommt das Klatschen. Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Und schon verhaspelt. Nochmal von vorn. Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Turbo 3-Video auf meinem Kanal. Backend-Module für Turbo 3-User oder für Backend-Benutzer ausblenden ist ja eigentlich kein Problem. Wenn man mit normalen Redakteuren arbeitet, also Benutzer mit beschränkten Rechten, dann ist es ja eigentlich sowieso so, dass die Module erstmal gar nicht sichtbar sind, bis ich den Benutzern Rechte gebe. Aber was ist, wenn ich für Admins bestimmte Module ausblenden will, die aus irgendeinem Grund nicht jedem Admin zeigen will? Auch das geht natürlich und das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Gut, wie kann ich das Ganze einrichten? Das geht tatsächlich über PageTiersConfig. Dazu gehen wir jetzt mal direkt hier auf den Bildschirm. Ich habe das jetzt mal hier schon geöffnet. Die TS-Config-Referenz findet ihr natürlich auf docs.turbo3.org oder Shortcut, zeige ich nochmal, tsconfig.de oder .org müsste auch gehen. Dann landen wir direkt hier und wir gehen mal hier in die Page-TS-Config-Referenz und dann hier in die Options. Und jetzt bin ich schon wieder falsch. Moment. Es ist User-TS-Config. Na siehst du, jetzt habe ich mich schon verhaspelt. Da war es, genau. Nochmal zurück. Ich mache das alles nochmal von vorne. Scheiße, es ist User-TS-Config, nicht Page-TS-Config. User-TS-Config Options, da ist es, genau. Seht ihr, so passiert es, wenn man sich verhaspelt, dann nimmt man einfach nochmal von vorne auf. Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Turbo 3-Video auf meinem Kanal.
Backend-Module für Benutzer ausblenden ist ja eigentlich kein Problem. Wenn ich mit Redakteuren arbeite, also Benutzer mit beschränkten Rechten, dann ist es ja eigentlich standardmäßig so, dass ich denen ja bestimmte Module erst einblenden muss über die Rechte. Aber wie ist es, wenn ich für einen Admin ein bestimmtes Modul ausblenden will oder für oder mehrere Module? Das geht natürlich auch, und zwar über User-TS-Config, und das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal an. Okay, wir gehen einfach mal direkt auf meinen Bildschirm hier. Ich habe jetzt hier mal die Dokumentation geöffnet, die TS-Config-Referenz. Die findet ihr auf docs-turbo3.org oder Shortlink immer tsconfig.de. Dann werde ich eben weitergeleitet. Und dann gehen wir einmal direkt in die User-TS-Config-Referenz hier in den Bereich Options. Und wenn man hier ein bisschen runterscrollen, finden wir hier den Befehl oder den Parameter Hide Modules. Und das ist genau das, was wir suchen. Hier können wir nämlich jetzt bestimmte Module für alle Benutzer bzw. für die Benutzer mit diesem User-TS-Config ausblenden. Und das gilt dann natürlich auch für Admins. Hier muss man jetzt aufpassen, in welcher Typo3-Version man unterwegs ist, denn ab Typo3 12 gibt es eine Änderung, da ändert sich die Syntax ein bisschen. Ich werde das Ganze jetzt in Typo3 11 zeigen, deshalb gehen wir einmal nochmal hoch und schalten hier oben die Version um. Jetzt bin ich hier in der Referenz für Typo3 11. Auch hier gibt es natürlich diesen Parameter. Wir sehen aber schon, der sieht hier ein bisschen anders aus. Und hier ist tatsächlich die Syntax ein bisschen anders. Wie kann ich jetzt rausfinden, wie eigentlich das Modul heißt, wie ich das benennen muss, welches ich ausblenden will? Das können wir tatsächlich auch im Typo3 Backend uns anschauen. Und das sehen wir hier unter System Configuration, $Globals, TBE Modules, BE Modules. Da sehen wir alle registrierten Module sozusagen. Das heißt, ich gehe mal in mein Typo3 Backend jetzt hier. Und wenn wir hier runterscrollen, finden wir das Ganze hier im System-Bereich, Configuration. Ich habe das jetzt hier schon mal ausgewählt, dann kann ich hier oben reinklicken und sehe dann eben hier Backend Modules und so weiter. Und hier sehen wir dann Dashboard, File, Help, Site und so weiter. Ich möchte jetzt für dieses Beispiel mal das Modul der Mask Extension ausblenden, was ich hier auch noch sehe im Moment. Und das finden wir jetzt hier tatsächlich nicht. Ja? Da müssen wir ein bisschen weiter klicken hier, und zwar hier unter Configuration. Da finden wir dann noch weitere Bereiche sozusagen und hier sehen wir Tools-Mask. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen, diese Syntax, also fast diese Syntax besser gesagt. Wenn wir uns das jetzt nochmal in der Dokumentation anschauen, dann sehen wir hier dieses Options Hide Modules. Und hier zum Beispiel wird das mit .web oder .system hier nochmal getrennt. Und da das Mask-Modul sich hier im Bereich Tools befindet, also in Admin-Tools, wäre die Syntax eben .tools und dann eben der Bezeichner dieses Moduls. Wo sehe ich es jetzt hier? Da haben wir es. Also Tools, Mask, das wäre eigentlich das. Ich werde das jetzt mal direkt in meinem User-TS-Config hier machen. Idealerweise macht man das natürlich dann in einer Datei, in seinem Side-Package oder seiner Extension, wie auch immer. Aber der Einfachheit halber gehe ich jetzt mal hier direkt in das Backend-Modul, Backend-User-Modul. Wenn ich es finde, bin ich jetzt blind, da. Und werde mal hier meinen Benutzer direkt bearbeiten. Ich bin jetzt natürlich hier als Admin unterwegs. Gehe dann hier unter Options. Ne, Quatsch. Na, den Satz streichen. Hier in dem Bereich TS-Config und schreibe jetzt da einfach mal das rein, also Options, Hide Modules, .tools, gleich Mask. Speichere das Ganze mal. Und wenn ich jetzt das Backend hier einmal neu lade, dann sollte jetzt eigentlich das Modul hier verschwunden sein. Und das ist auch der Fall, das sehe ich jetzt nicht mehr. Genauso kann man jetzt noch auf andere Module natürlich gehen. Ich habe hier zum Beispiel noch das Modul der E-Rechts 24 Extension oder E-Recht 24 Extension. Da können wir auch mal schauen, wie da die Syntax ist und das einfach mal testen, ob das da auch funktioniert. Das sehe ich hier zum Beispiel. Kopiere ich mal in die Zwischenablage. Gehe wieder in meinen Benutzer. Und jetzt könnte ich das natürlich ein bisschen optimieren hier von der Schreibweise hier. Tools.
Nee, Quatsch. Nee, machen wir nicht. Das ist ja, glaube ich, jetzt müssen wir mal in der Doku schauen, einfach eine komma-separierte Liste. Genau, das sehen wir hier. Dann kann ich das direkt so schreiben. So, ich lade nochmal neu. Und jetzt sollte auch das andere Modul hier ausgeblendet sein. Hat also funktioniert und gilt jetzt für mich als Admin. Wichtig zu wissen, das Ganze wird nur visuell ausgeblendet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel direkt die URL hier eingeben würde, um in das Modul reinzukommen, das würde nach wie vor funktionieren. Das ist keine wirkliche Zugangsbeschränkung. Also ich habe nach wie vor Rechte an diesem Modul als Admin, aber ich sehe es jetzt halt nicht mehr. Aber wenn man den Fall hat, dass man zum Beispiel eben mehrere Administratoren im System hat, die bestimmte oder verschiedene Rechte brauchen, dann wäre das eine Option. Ich kann das natürlich jederzeit wieder rückgängig machen. Ich kommentiere es jetzt einfach mal aus. Und wenn ich jetzt das Backend nochmal neu lade, dann sehe ich auch meine beiden Module wieder. Ja, das war's im Prinzip schon. Ein kleiner Tipp zu Typo 3. Braucht man sicher nicht allzu oft, aber jetzt weißt du auch, wie das funktioniert, wenn du Admins auch nicht alles geben willst. Natürlich gibt es auch noch den Unterschied zwischen System Maintainer und Admin, aber da kann ich halt nicht gezielt regeln, welches Modul der Admin sieht oder nicht. Das kann ich dann eben über User-TS-Config machen. Gut, damit wären wir durch mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, wäre auch ziemlich cool, denn dann verpasst du keine zukünftigen Videos. Und dann sehen wir uns in einem zukünftigen Video. Mach's gut. Bis dann. So, Aufnahme ist beendet. Also ihr seht, ich verhaspel mich da auch ab und zu. Und manche Sachen funktionieren auch nicht immer auf Anhieb. Das werden wir jetzt eben in der Nachbearbeitung alles korrigieren natürlich. Und jetzt muss ich mal gucken, ob die Aufnahme geklappt hat. Ich hoffe es zumindest. Das sieht gut aus, ja. Einrichtmodule schalten hier Options ein. Weil eben mehrere Administratoren im System hat, die bestimmte oder verschiedene Rechte brauchen, dann wäre das eine vom Hochfallen, wenn du den Kanal abonnierst. Ja, sieht gut aus. So, dann geht es jetzt an die Nachbearbeitung. Den Schnitt mache ich immer in Premiere Pro. Dann gehe ich jetzt gerade nochmal auf den Bildschirm hier, dann könnt ihr da auch mal zuschauen. Ich habe mir da so ein Projekt angelegt, das nenne ich immer dies und das. Das ist einfach ein Projekt, wo ich verschiedene Videos, so kurze Videos einfach reinziehe und schneide. Manchmal lösche ich dann auch Dateien, dann werden die mir als offline angezeigt. Aber ich mache das nicht so, dass ich für jedes kurze Video ein eigenes Premiere-Projekt erstelle. Das wäre ein bisschen übertrieben. Jetzt muss ich hier bloß noch die Größe ein bisschen korrigieren, damit ihr das besser seht. So müsstet ihr fast alles sehen im Prinzip. So, normalerweise habe ich das auf meinem Ultra-Wide-Monitor immer im Vollbild, aber so geht es auch. Ich muss ja nicht alles im Detail sehen hier. So, dann ziehe ich das Video, beziehungsweise das muss ich erstmal umbenennen hier. Wie nennen wir es? Module ausblenden per User TS Config. Das ist jetzt quasi die Aufnahme, die OBS erzeugt hat. Ne? Hier sehen wir die MKV-Datei, da ist das MP4. Und das ziehe ich jetzt einfach mal hier rüber. Da haben wir das. Dann mache ich da eine neue Sequenz draus. So. Und jetzt als erstes mache ich die Audiobearbeitung. Dazu mache ich einen Rechtsklick hier, sage dann hier Edit Clip in Adobe Audition. Jetzt brauche ich meine Kopfhörer, damit ich es auch richtig höre. Theoretisch müsstet ihr das dann auch im Stream hören. So, mal kurz testen. Das ist das Original. Ist fast ein bisschen laut, komisch. Ich habe eigentlich den Pegel Dokumentation geöffnet. Die TS-Config-Referenz, die findet ihr auf docstypo3.org. Ja gut, fast ein bisschen übersteuert, komisch. Dachte ich, habe ich da was verändert? Nee, eigentlich nicht. Komisch.
Na gut, aber es ist okay, denke ich. So, ich lege da immer einen Haufen Filter drauf. Dazu habe ich mir so ein Preset angelegt. Das seht ihr jetzt hier nicht in der Bildschirmübertragung. Kurz zur Erklärung, ich mache ein Noise Gate hier quasi drauf. Noise Suppressor heißt, wie heißt das Teil? Noise Suppressor, glaube ich. Genau, hier. Dass erst ab einem gewissen Pegel einfach das Signal erst durchkommt. Ist bei dem Mikro, was ich jetzt verwende, gar nicht mal unbedingt nötig. Das hat ein sehr geringes Grundrauschen und ich habe auch relativ wenig Hintergrundgeräusche in der Regel. Außer wenn der Nachbar mal wieder der Laubbläser zückt im Herbst oder der Rasenmäher im Sommer. Dann ist ein Problem, aber auch das geht einigermaßen. Als nächstes habe ich einen Equalizer drauf. Da tue ich einfach die Bässe rausfiltern. Ich glaube, alles unterhalb von, muss ich mal gucken, ja, knapp unterhalb von 100 Hertz wird einfach rausgefiltert. Das sind Frequenzen, die hören wir sowieso nicht. Aber das kann eben, gerade wenn man tippt auf dem Tisch oder so, wenn dann so Vibrationen übertragen werden, wenn das Mikro vielleicht sogar noch auf dem Tisch steht, was bei mir jetzt zwar nicht der Fall ist, aber könnte auch über den Mikrofonarm theoretisch übertragen werden, da der am Tisch befestigt ist. Also diese dumpfen Frequenzen, so vibrieren, irgendwas, das kann man hier ganz gut rausfiltern. Ja, dann einfach, viel ist es gar nicht, hier so die Mitten ein bisschen, ja, Mitten sind es eigentlich auch nicht, eher die höheren, wie sagt man da, sind schon noch besser, aber ein bisschen höher, ein bisschen rausnehmen, dann die Höhen ein bisschen anheben für die Brillanz. Mehr ist es eigentlich nicht vom Equalizer her. Als nächstes habe ich einen De-Esser, um einfach so S-Laute ein bisschen rauszufiltern, ein bisschen zu entschärfen sozusagen. Deshalb auch eher moderat eingestellt. Wenn man den zu stark einstellt, dann hört es sich an, wie wenn man lispeln würde. Und da muss man aufpassen. Dann ein Kompressor, um das Ganze so ein bisschen anzugleichen, ja, dass eben leise Bereiche angehoben werden. Laute werden ein bisschen komprimiert, damit es ein bisschen gleichmäßiger einfach wird, der Ton. Und zum Schluss noch ein Limiter, damit das Ganze eben nicht übersteuert. Ja, dass ich hier so einen Bereich was habe ich das hier eingestellt? -2.0, glaube ich. Bisschen klein hier. Ja, einfach um Klippen zu vermeiden. Und das hier ist einfach nur ein Tool, um nachher die Lautstärke hier zu sehen letztendlich. Weil wenn ich das jetzt hier mal abspielen lasse im Hintergrund. Oder Shortlink immer tsconfig.de, dann werde ich eben weitergeleitet. Und dann gehen wir einmal direkt in die User-TS-Config. Und dann seht ihr hier solche Werte, dieses LUFS oder LUFS, das ist so eine Einheit, wo ich die Lautstärke letztendlich, die Aussteuerung des Audiosignals am Schluss beurteilen kann. Und das sollte so zwischen -12, -14 ungefähr liegen. Und dann passt das in der Regel. Na, also, ja. Wie gesagt, ich habe mir das mal zusammengestellt, dieses Preset, beziehungsweise habe mir da tatsächlich auch helfen lassen von einem Experten. Ja, der hat mir das mal erklärt, alles, wie man dann, auf welche Frequenzen man achten muss und so weiter. Und jetzt ist es ein Preset, das heißt, ich lade die Audiodatei rein, lege das Preset drauf, sage anwenden. Dann je nach Länge der Datei dauert das jetzt ein paar Sekunden. So lange trinke ich noch einen Kaffee, Prost. So, und dann speichere ich das, kann das hier eigentlich dann schließen, beziehungsweise ich das mal ausblenden. Und dann habe ich die bearbeitete Audiodatei eben direkt in Premiere. So, und jetzt kommt dieses Ausrichten, was ich vorhin mal gesagt habe. Jetzt suche ich dieses Klatschen hier, ne? Mache hier Maximum Zoom quasi und suche die Position, wo die Hände sich berühren und ihr seht schon, das ist hier nicht synchron, ne? Warum auch immer. Mich wundert es auch gerade, dass es jetzt andersrum synchron ist. Normalerweise ist der Audio-Part immer nach links verschoben, egal. Dann kann ich hier sagen Unlink, dann sind die Spuren nicht mehr verbunden. Und jetzt ist ganz cool, hier kann ich nämlich bei Premiere Pro sagen, das seht ihr jetzt leider nicht, in dem Menü hier unten Show Audio Time Units. Dann schaltet sich die Darstellung hier um und ich sehe jetzt die Audioeinheiten, nicht mehr die Frames per Second. Und jetzt kann ich das hier extrem fein verschieben, einfach an die Stelle. Na, wenn es jetzt. Ah, okay, Moment. Da muss ich noch was machen kurz. Ich muss hier vorne ein bisschen schneiden oder wegnehmen.
So. Dann kann ich das hier rüberziehen. Und zwar genau an die Stelle. Ein bisschen noch. Na. Das war wieder zu weit. So ungefähr. Es muss nicht perfekt sein, aber so ist es auf jeden Fall besser wie vorher. Dann sage ich hier wieder Show, also dass hier mir die normalen Frames angezeigt werden. Verbinde das Ganze wieder, Link, und jetzt sind die beiden Spuren wieder verbunden. Jetzt kann der eigentliche Schnitt beginnen. So, den ganzen Anfang, den kann ich jetzt eigentlich wegschneiden. Das war ja nichts. Irgendwo hatte ich ja nochmal gestartet. Ja, hi Leute. Ich glaube, das war hier. Aber von vorn. Ja, genau. Also hier geht das eigentliche Video erst los. Und ich habe mir hier so Shortcuts auf das Stream Deck gelegt, damit ich mir das nicht merken muss. Dann kann ich hier relativ schnell arbeiten. So. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Also ich werde jetzt nicht die ganze Zeit labern, sondern ich werde jetzt einfach mal das Video schneiden. Wenn da Fragen sind dazu, könnt ihr es gerne in den Chat natürlich posten. Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Turbo 3 Video auf meinem Kanal. Backend-Module für... Video auf meinem Kanal. Backend-Module für Turbo 3 User oder für Backend-Benutzer ausblenden ist ja eigentlich kein Problem. Wenn man mit normalen Redakteuren arbeitet, also Benutzer mit beschränkten Rechten, dann ist es ja eigentlich sowieso so, dass die Module erstmal gar nicht sichtbar sind, bis ich den Benutzern Rechte gebe. Aber was ist, wenn ich für Admins bestimmte Module ausblenden will, die aus irgendeinem Grund nicht jedem Admin zeigen will? Auch das geht natürlich, und das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. So, da kommt jetzt das YouTube-Intro hin sozusagen an der Stelle. Das habe ich hier irgendwo schon drin. Da kommt dann später auch noch ein Effekt drüber, aber der kommt erst ganz zum Schluss. Schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Gut, wie kann ich das Ganze einrichten? Das geht tatsächlich über PageTiersConfig. Dazu gehen wir. Ach Gott. Ich hatte ja nochmal komplett von vorne angefangen, siehst du? Ah, shit. Ich hatte mich ja da vertan mit UserTiersConfig. Da war es, genau. Nochmal zurück. Ich mache das alles nochmal von vorne. UserTiersConfig. Seht ihr so? Das hatte ich ganz vergessen, dass ich nochmal komplett von vorne angefangen hatte. Also hier geht das Video eigentlich erst los. Okay, dann können wir den ganzen Kram hier vorne eigentlich entfernen. So. Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Turbo 3 Video auf meinem Kanal. Backend-Module für Benutzer ausblenden ist ja eigentlich kein Problem. Wenn ich mit Redakteuren arbeite, also Benutzer mit beschränkten Rechten, dann ist es ja eigentlich standardmäßig so, dass ich denen ja bestimmte Module erst einblenden muss über die Rechte. Aber wie ist es, wenn ich für einen Admin ein bestimmtes Modul ausblenden will? Oder für oder mehrere Module ausblenden will? Das Modul ausblenden will oder mehrere Module. Das geht natürlich auch, und zwar über UserTiersConfig, und das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal an. Okay, dann an der Stelle jetzt das Intro. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal an. Okay, wir gehen einfach mal direkt auf meinen Bildschirm hier. Ich habe jetzt hier mal die Dokumentation geöffnet, die TS-Config-Referenz. Die findet ihr auf docsturbo3.org oder Shortlink immer tsconfig.de. Dann werde ich eben weitergeleitet.
und dann weitergeleitet und dann gehen wir einmal direkt in die User TS Config Referenz hier in den Bereich Options. Und wenn man hier ein bisschen runter scrollen, finden wir hier den Befehl oder den Parameter Height Modules. Und das ist genau das, was wir suchen. Hier können wir nämlich jetzt bestimmte Module für alle. Ich schneide immer ganz gern solche unnötigen Pausen raus oder wenn ich so tief einatme manchmal. Das nervt ein bisschen. Bestimmte Module für alle Benutzer bzw. für die Benutzer mit diesem User-TS-Config ausblenden. Und das gilt dann natürlich auch für Admins. Hier muss man jetzt aufpassen, in welcher Typo 3-Version man unterwegs ist, denn ab Typo 3.12 gibt es eine Änderung, da ändert sich die Syntax ein bisschen. Ich werde das Ganze jetzt in Typo 3.11 zeigen, deshalb gehen wir einmal nochmal hoch und schalten hier oben die Version um. Jetzt bin ich hier in der Referenz für Typo 3.11. Auch hier gibt es natürlich diesen Parameter, wir sehen aber schon, der sieht hier ein bisschen anders aus. Und hier ist tatsächlich die Syntax ein bisschen anders. Wie kann ich jetzt rausfinden, wie eigentlich das Modul heißt, wie ich das benennen muss, welches ich ausblenden will? Das können wir tatsächlich auch im Typo 3 Backend uns anschauen. Das sehen wir hier unter System Configuration, $Globals, TBE Modules, BE Modules. Da sehen wir alle registrierten Module sozusagen. Das heißt, ich gehe mal in mein Typo 3 Backend jetzt hier. Und wenn wir hier runter scrollen, finden wir das Ganze hier im System-Bereich, Configuration. Ich habe das jetzt hier schon mal ausgewählt, dann kann ich hier oben reinklicken und sehe dann eben hier Backend Modules und so weiter. Und hier sehen wir dann Dashboard, File, Help, Site und so weiter. Ich möchte jetzt für dieses Beispiel mal das Modul der Mask Extension ausblenden, was ich hier auch noch sehe im Moment. Und das finden wir jetzt hier tatsächlich nicht. Ja? Da müssen wir ein bisschen weiter klicken hier, und zwar hier unter Configuration. Da finden wir dann noch weitere Bereiche. So, das ist jetzt so eine Stelle, da muss ich mal gucken. Da wird es wahrscheinlich knacksen am Schnitt, aber da gibt es auch einen netten kleinen Trick. Mal gucken, wie wir da schneiden. Ich soll die Stelle finden, wo ich dieses und sage. Da hört man jetzt so ein leichtes Knacksen. Ich weiß nicht, ob das im Stream ist. Da gibt es jetzt einen Trick, wenn man da einfach ein Crossfade drauf legt, der nur zwei Frames vielleicht lang ist. Habe ich mir hier schon vorbereitet. Den lege ich einfach auf den Audioschnitt hier und jetzt ist das Knacksen weg. Hört man jetzt eigentlich kaum noch. So ein bisschen hört man es, dass da ein Schnitt ist. Und hier sehen wir Tools-Mask. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen, diese Syntax. Also fast diese Syntax, besser gesagt. Wenn wir uns das jetzt nochmal in der Dokumentation anschauen, dann sehen wir hier dieses Options, Hide Modules. Und hier zum Beispiel wird das mit .web oder .system hier nochmal getrennt. Und da das Mask-Modul sich hier im Bereich Tools befindet, also in Admin-Tools, wäre die Syntax eben .tools und dann eben der Bezeichner dieses Moduls. Wo sehe ich es jetzt? Und dann eben und dann eben der Bezeichner dieses Moduls. Wo sehe ich es jetzt hier? Da haben wir es. Also Tools Mask, das wäre eigentlich das. Ich werde das jetzt mal direkt in meinem User-TS-Config hier machen. Idealerweise macht man das natürlich dann in einer Datei, in seinem Side-Package oder seiner Extension, wie auch immer. Aber der Einfachheit halber gehe ich jetzt mal hier direkt in das Backend-User-Modul.
wenn ich es finde, jetzt blind, da. Und werde mal hier meinen Benutzer direkt bearbeiten. Ich bin jetzt natürlich hier als Admin unterwegs. Gehe dann hier unter Options. Da hatte ich mich auch irgendwie verhaspelt. Ne, Quatsch. Den Satz streichen. Hier in dem Bereich TS-Config. Gehe dann hier unter Options. Hier in dem Bereich TS-Config. Und schreibe jetzt Config. Und schreibe jetzt da einfach mal das rein. Also Options. Hide Modules. Tools gleich Mask. Speichere das Ganze mal. Und wenn ich jetzt das Backend hier einmal neu lade, dann sollte jetzt eigentlich das Modul hier verschwunden sein. Und das ist auch der Fall, das sehe ich jetzt nicht mehr. Genauso kann man jetzt noch auf andere Module natürlich gehen. Ich habe hier zum Beispiel noch das Modul der E-Rechts 24 Extension oder E-Recht 24 Extension. Da können wir auch mal schauen, wie da die Syntax ist und das einfach mal testen, ob das da auch funktioniert. Das sehe ich hier zum Beispiel. Kopiere ich mal in die Zwischenablage. Gehe wieder in meinen Benutzer. Und jetzt könnte ich das natürlich... Da muss ich jetzt mal gucken, da hatte ich mich ja erst vertan, wollte das da so mit den Klammern zeigen. Muss mal gucken, ob ich das rausschneiden kann, weil das ist eigentlich unnötig. Mal schauen. Und jetzt könnte ich das natürlich ein bisschen optimieren hier von der Schreibweise hier. Bools. Nee, Quatsch. Nee, machen wir nicht. Das ist ja, glaube ich, jetzt müssen wir mal in der Doku schauen, einfach eine komma-separierte Liste. Genau, das sehen wir hier. Dann kann ich das direkt so schreiben. Muss mal gucken, ob ich das rauskriege. Ob das Sinn macht dann. Muss einfach mal testen, ob das da auch funktioniert. Gehe wieder in meinen Benutzer. Das ist ja, glaube ich, jetzt müssen wir mal in der Doku schauen, einfach eine komma-separierte Liste. Genau, das sehen wir hier. Dann kann ich das direkt so schreiben. Ja, müsste passen. So, ich lade nochmal neu. Und jetzt sollte auch das andere Modul hier ausgeblendet sein. Hat also funktioniert und gilt jetzt für mich als Admin. Wichtig zu wissen, das Ganze wird nur visuell ausgeblendet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel direkt die URL hier eingeben würde, um in das Modul reinzukommen, das würde nach wie vor funktionieren. Das ist keine wirkliche... reinzukommen, das würde nach wie vor funktionieren. Das ist keine wirkliche Zugangsbeschränkung. Also ich habe nach wie vor Rechte an diesem Modul als Admin, aber ich sehe es jetzt halt nicht mehr. Aber wenn man den Fall hat, dass man zum Beispiel eben mehrere Administratoren im System hat, die bestimmte oder verschiedene Rechte brauchen, dann wäre das eine Option. Ich kann das natürlich jederzeit wieder rückgängig machen. Ich kommentiere es jetzt einfach mal aus. Und wenn ich jetzt das Backend nochmal neu lade... Sorry. Ich habe ganz kurz eine Nachricht bekommen. Und wenn ich jetzt das Backend nochmal neu lade, dann sehe ich auch meine beiden Module wieder. Ja, das war's im Prinzip schon. Ein kleiner Tipp zu Typo 3. Braucht man sicher nicht. Typo 3. Braucht man sicher nicht allzu oft, aber jetzt weißt du auch, wie das funktioniert, wenn du Admins auch nicht alles geben willst. Natürlich gibt es auch noch den Unterschied zwischen System Maintainer und Admin, aber da kann ich halt nicht gezielt regeln, welches Modul der Admin sieht. Das Modul der Admin sieht oder nicht, das kann ich dann eben über User TS Config machen. Gut, damit...
TS-Config machen. Gut, damit wären wir durch mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wenn so, an der Stelle kommt jetzt natürlich diese YouTube-Einblendung, die kann ich jetzt schon platzieren. Mal gucken, da habe ich verschiedene, welche ich dann nehme. Ah nee, das war natürlich die falsche. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Wär auch ziemlich cool, denn dann verpasst du keine zukünftigen Videos und dann sehen wir uns in einem zukünftigen Video. Mach's gut. Bis dann. So, das kann weg. Am Schluss kommt auch nochmal dieser Screen mit den Social Media Profilen. Und dann überlege ich gerade, ob es an. Manchmal mache ich auch gerne am Anfang des Videos noch diesen YouTube-Abo-Button. Man soll ja tatsächlich die YouTube-Zuschauer immer wieder darauf hinweisen, zu abonnieren und zu liken. Ist wohl tatsächlich nachweislich besser, dass das dann mehr machen. Mal gucken, ob ich das irgendwo am Anfang noch einbinden kann. Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Typer 3. Ja, vielleicht nach dem Intro hier. Jawohl, da gehe ich direkt auf den Bildschirm. Nee, dann doch irgendwo am Anfang. Typer 3 Video auf meinem Kanal. Backend-Module. Machen wir es einfach hier. Für. Was ist natürlich das Falsche? Backend-Module für Benutzer ausblenden ist ja eigentlich kein Problem. Wenn ich mit Redakteuren arbeite, also Benutzer mit beschränkten Rechten, dann ist es ja eigentlich standardmäßig so, dass ich denen ja bestimmte Module erst einblenden muss über die Rechte. So, jetzt mache ich noch ganz gern solche Überblendeffekte, wo es von der Kamera in das Intro geht. Und da habe ich mir mal von, ich glaube, Envato Elements so ein Transition Pack geholt, Seamless Transitions. Da gibt es zig verschiedene, so Zoom-Effekte und so weiter. Ich nehme dann meistens einen dieser Zoom-Effekte hier, ist jetzt ein bisschen klein hier allerdings. Egal, werden wir finden. Das war glaub, bei Simple Zoom, genau. Und das Coole ist, wenn ich dieses Transition Pack installiert habe, muss ich nur den Abspielkopf, also hier diesen Playheader, an den Schnitt setzen, ne, wo das stattfinden soll. Und dann mache ich hier einen Doppelklick auf diesen Effekt und dann wird der automatisch jetzt hier eingefügt. Ne. Das sieht jetzt in der Vorschau noch nicht so geil aus, ne, aber nachher beim Rendern dann eben funktioniert es perfekt. Das Ganze machen wir am Schluss dann auch. Das war jetzt Zoom In. Dann nehme ich das Simple Zoom Out. Das da. Und das Ganze am Schluss auch nochmal. So. Und das war's eigentlich. Damit wäre das Video, glaube ich, fertig geschnitten. Das müsste alles so passen. Jetzt brauche ich natürlich noch ein Bild für ein Thumbnail. Das ist immer so eine Sache. Sowas vielleicht.
Das kann man ja auch sehr gut hier direkt aus dem Premiere raus exportieren. Wie habe ich es genannt? Module ausblenden. So, und dann können wir das Ganze exportieren lassen. Auch da habe ich mir so ein Preset mal erstellt, beziehungsweise zwei, einmal mit Logo, einmal ohne Logo. In dem Fall, da ich jetzt das Logo schon bei OBS in der Aufnahme drin hatte, brauche ich es jetzt beim Rendern nicht mehr einfügen. Deswegen habe ich so ein Preset, wo jetzt einfach ja, bestimmte Einstellungen für die Videoausgabe, also die Megabit- oder Mbit-Zahl, also die Codierung und so weiter. Das müsste so passen. Dann natürlich der Ordner. Ich mache das meistens über den Media Encoder. Dann ja, wird Premiere in der Zeit nicht blockiert. Ich könnte auch jetzt erst zum Beispiel das Thumbnail aussuchen, während das Video gerendert wird. Aber solange das passiert, können wir jetzt mal das Thumbnail erstellen in Photoshop. Da öffne ich jetzt einfach mal die gerade erstellte Datei. So, und ich mache das meistens so, dass ich das ein bisschen hier so vergrößere und drüber schiebe. Also ich bin jetzt kein Designer und auch kein Experte im Erstellen von YouTube-Thumbnails, die ja auch wichtig sind für die Views und so weiter. Deshalb, ja, seht es mir nach, wenn die jetzt nicht so geil aussehen. Ich mache da meistens irgendwie so eine Art Effekt, dass ich hier links halt die Schrift dann unterbringen kann. Bisschen Unschärfe drauf. So, und dann der Text. So macht der jetzt da. Ja, so ungefähr. Es ist jetzt nicht so schlimm, wenn das hier rausläuft ein bisschen. Problem ist, es muss halt auch noch auf der Größe gut zu lesen sein irgendwie. Ne? Wenn man das auf YouTube auf der Website anschaut, sollte man hier die Schrift nicht zu klein wählen. Ich denke, das passt so. So, Schrittbeckenmodule für Admins ausblenden. Ja. Ich muss immer nochmal auf Tippfehler gucken. Ich haue da immer Tippfehler rein. Guten Morgen, Dietmar. Deshalb, ich kontrolliere es immer doppelt und dreifach und trotzdem sind manchmal Tippfehler drin.
Das kann ich jetzt aber direkt als JPEG hier exportieren. 1920 mal 1080 muss das oder sollte das immer sein. Und dann können wir es direkt in den letzten Ordner hier. Wo ist er denn da? Können wir das da reinspeichern? So. Als Photoshop-Datei speichere ich es nicht mehr inzwischen, weil dahinter ändert sich da sowieso eigentlich nie irgendwas. So, Thumbnail erstellt. Jetzt müsste der mit dem Rendern auch fertig sein, genau. Da haben wir die Datei. Ich gucke da auch noch immer mal rein. Das werdet ihr jetzt vielleicht nicht hören, beziehungsweise nur leicht übers Mikro, aber ich gucke da nur schnell durch, ob alles gepasst hat. Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem 9:3 Video auf meinem Kanal. Backend-Module für, ist eigentlich standardmäßig so, dass ich denen ja bestimmte Module erst einblenden muss über die Rechte. Aber wie ist es, wenn ich für einen Admin ein bestimmtes Modul ausblenden will oder mehrere Module? Das geht natürlich auch und zwar über User-TS-Config und das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal an. Ja, das passt. Okay, wir gehen einfach mal, da finden wir dann noch Byte und schreibe jetzt ein. Und jetzt sollte auch Backend-Module wieder. User-TS-Config machen. Wer gezielt regt, ist, wäre auch ziemlich gut in einem zukünftigen Video. Mach's gut. Bis dann. Jo, passt. Gut. Produktion fertig. Achso, wie lang ist das Video jetzt eigentlich? Habe jetzt gerade geguckt. Müssen wir mal hier schauen. Wo sehe ich es? 6:12. Hat jetzt doch eine Weile gedauert. Normalerweise geht es ein bisschen schneller. Ne? Ich habe jetzt tatsächlich ja zwei Anläufe gebraucht, weil ich den ersten paar Sätze verdattelt habe und nochmal neu aufnehmen musste. Und da ich halt ein bisschen erklärt habe neben dem Schneiden, normalerweise geht es ein bisschen schneller. Die Produktion eines 6-Minuten-Videos hat jetzt ungefähr 50 Minuten gedauert. Ja. Ja, ein kleines bisschen schneller bin ich normalerweise. Ich denke immer so Faktor 4 ist so, also 6 Minuten, ja, vielleicht Faktor 5, ne, 30 Minuten. Länger hätte ich normalerweise jetzt nicht gebraucht oder brauchen sollen. Okay, aber dann kann man das schließen. Das ist fertig. Das auch. Ja, dann gehen wir jetzt direkt zu YouTube. Kurzer Test, ob ihr mich noch hört. Gebt mal kurz im Chat Feedback, weil mir ist gerade diese Audio-Software abgestürzt hier, aber ich glaube, jetzt passt es wieder alles. Also wenn wir ganz kurz ein... Ich höre dich noch, alles klar, super. Ne, mir ist gerade die Software hier abgekachelt. Naja, okay, kommt ab und zu vor. Perfekt. Gut, ich wollte das Video hochladen. Dann ziehen wir das hier einfach rüber. Und dann einen schönen Titel natürlich. Ich experimentiere immer so ein bisschen rum mit Hashtags direkt hier im Titel. Bin aber auch kein Experte drin, diese ganzen SEO-Maßnahmen perfekt umzusetzen. Aber also man kann ja auch mit Hashtags arbeiten, sowohl im Titel als auch hier im Fließtext sozusagen. Da bringe ich jetzt einfach mal die gleichen rein.
an den Hashtags bei anderen Videos einfach frei gewählt, teils, teils. Ich habe hier ein Tool installiert, das nennt sich TubeBuddy, das ist auch diese Einblendung hier. Der schlägt mir nämlich auch Hashtags vor, wenn ich jetzt mal runtergehe. Also ich mache jetzt hier eins nach dem anderen, jetzt lade ich erstmal das YouTube, das Thumbnail hoch hier. Dann werde ich hier unten, kriege ich solche Vorschläge für Hashtags. Was ich allerdings mal gelernt habe bei irgendeinem YouTube-Typi, dass man den Titel des Videos, also jetzt ausschließlich Hashtags, direkt als eigenen Hashtag auch verwenden kann oder sollte. Das bringt wohl irgendwas. Das heißt, das kann ich jetzt hier einfach hinzufügen und dann ja, kann ich jetzt auch TS-Config hier nochmal nehmen. User TS-Config Backend-Module vielleicht auch in verschiedenen Schreibweisen. Und dann nehme ich einfach die, wo hier unten vorgeschlagen werden. Ja, also nicht alle, aber einige. Also Typo 3 Tutorial, Tutorial Deutsch passt ja. Typo 3 Backend passt. So, mal gucken. Es passen nicht immer alle. Typo 3 Tutorial Deutsch Anfänger, ja. Man hat ja auch da nur eine begrenzte Anzahl, also maximal 500. Solche Hashtags kann man hier nutzen. Das Blöde ist, das Ding springt immer wieder so runter. Ja, Backend-Modules, okay. Obwohl, das hatte ich ja schon, habe ich es jetzt doppelt? Nee, da habe ich ein Zahl hier unten, habe ich mehr Zahl. Okay, passt. Gut, den Rest, das ist alles Standard hier, beziehungsweise ich mir einfach mal so, man kann ja so Voreinstellungen machen bei YouTube, was bei den Videos immer hier eingestellt sein soll. Das passt eigentlich alles. Hier unten sehe ich auch Upload abgeschlossen, Verarbeitung startet gleich, sehr gut. Dann gehe ich mal auf Weiter. Ja, ich schalte Werbung auf die ganzen Videos, mache ich. Da muss ich dann hier noch eine Selbsteinschätzung geben, dass ich hier keine kontroversen Themen oder Inhalte mit Bezug auf Schusswaffen und so weiter thematisiere. Aber ich habe da tatsächlich noch nie Probleme gehabt. Abspann hinzufügen. Da muss ich jetzt wahrscheinlich kurz warten hier, weil das geht erst, wenn ich das Video hier... Ah doch, es geht schon. Okay. Wenn ich hier so ein bisschen sehe... Mal gucken, wo ist die Einblendung hier? Ja. Vielleicht hier machen. Und ich mache da meistens hier rechts diese Abo-Dings, ne? Wenn man dann später im Video darüber hovert mit der Maus, kommt dieser Abonnieren-Button und links Video automatisch ausgewählt. Automatisch ausgewählt heißt, hier schlägt YouTube dem Zuschauer ein passendes Video vor. Also funktioniert meistens ganz gut, glaube ich. So, ich kann das noch ein bisschen kürzen, vielleicht so ab hier. So. Video wird noch verarbeitet, genau, aber wir können jetzt schon mal hier reinschauen. Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Typo 3 Video auf meinem Kanal. Ich gebe mir gern immer selber ein Like. Benutzer ausblenden ist ja eigentlich kein Problem, wenn ich mit Redakteuren arbeite, also Benutzer. Das ist jetzt schon in HD. Dann ist es eigentlich standardmäßig so, dass ich denen ja bestimmte Module erst einblenden muss. Also dass der es so schnell jetzt verarbeitet hat in HD, das überrascht mich jetzt, weil normalerweise dauert es länger. Dauert einige Minuten, manchmal eine Viertelstunde oder so. Das ging jetzt sauschnell. Das gibt es selten.
Eigentlich kann ich wieder ein bisschen Musik laufen lassen jetzt. Wir sind ja fertig mit der Aufnahme. Immer ein bisschen Gedudel im Hintergrund. Ja, normalerweise würde ich jetzt so vorgehen, wenn der noch nicht mit der HD-Verarbeitung fertig ist, dann würde ich es jetzt erstmal auf privat stellen oder nicht gelistet. Ja, privat meistens, dann speichern und dann warten, bis es fertig ist. Und jetzt, wo sehen wir es? Hier sehen wir es jetzt. Was ich auch immer kontrollieren muss, was manchmal rumzickt, ist das Problem mit den Thumbnails. Also ich gehe dann hier nochmal rein. Und ich habe ja das Thumbnail in Full HD hochgeladen, ne? 1920x1080. Manchmal wird aber standardmäßig das zu kleine verwendet. Ja, das Problem hatte der Erik, glaube ich, auch mal. Gehe hier auf Herunterladen und schaue mir das an. Und wenn das jetzt passt, wenn hier die große Version angezeigt wird, dann stimmt es in der Regel. Wobei hier auch 1280x720 jetzt angezeigt wird. Aber trotzdem, das müsste passen. Wenn dann jetzt ein zu kleines anzeigt, dann ist doof. Oder muss ich es nochmal neu hochladen? Muss nochmal gucken. Also wenn das der Fall ist, dann hilft es in der Regel einfach, das Ding nochmal hochzuladen hier. Nochmal speichern und dann funktioniert es meistens, wenn er das zu kleine wählt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Bug vielleicht, Feature, keine Ahnung. Ja, ist immer noch das Gleiche. Aber es müsste passen so. Nee, also Videoqualität ist durch tatsächlich. Bin echt verblüfft, wie schnell der jetzt durch ist mit HD. Ich gucke es mir aber immer noch mal ganz gern an, bevor ich es veröffentliche, weil... Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Kurz warten hier. Dieses TubeBuddy zeigt mir eben auch hier so ein paar Informationen an, zum Beispiel dieser SEO-Score. Der ist jetzt gar nicht mal schlecht, ich habe meistens weniger. Da sehe ich eben hier Tags in Title und Description. Da könnte ich noch mehr unterbringen, Tags in Title, 20 von 20, Tags in Description, Tags in... Was? Total Tag Characters. Also da würde jetzt noch mehr gehen, aber ja, okay. Ich muss jetzt da nicht zwangsläufig das alles mit Tags vollstopfen hier. Das passt schon so, denke ich. Und halt dieses Best Practices immer. Und da meckert er jetzt eben, dass ich kein High Resolution Thumbnail habe. Obwohl ich es eigentlich ja habe. Comment Pinned, Comment Hearted habe ich noch nicht, weil es gibt noch keine Kommentare und so weiter. Endscreen habe ich auch nicht. Captions auch nicht. Mache ich in der Regel auch nicht, weil mir das zu aufwendig ist. Klar könnte ich über Premiere Pro auch Untertitel erstellen, aber ja, dann wird es noch länger dauern. Weil die automatisch erstellten sind zwar gut, aber nicht sehr gut. Und gerade so Fachbegriffe muss man immer von Hand korrigieren oder auch andere Wörter. Von daher, das passt jetzt in der Regel so. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wann veröffentlichen? Ich würde sagen, das veröffentliche ich jetzt gleich. Genau. Das heißt, ich sage hier einfach öffentlich, fertig. Ich könnte es natürlich auch vorplanen, mache ich auch oft, dass ich Videos vorproduziere. Ja. Wenn ich 2-3 Videos am Tag aufnehme, dann kommen die nicht alle gleichzeitig raus, sondern vielleicht innerhalb von 2 bis 3 Wochen oder so. So speichern sollte ich natürlich auch. Aber in dem Fall jetzt wird es gleich veröffentlicht. Das heißt, jetzt sollte das auch demnächst bei Discord aufpoppen. Und was ich jetzt auch mache bei sowas... Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Ich poste das jetzt auf allen Social-Media-Kanälen. Und dazu nutze ich Buffer. Ich weiß nicht, wer das Tool kennt. Also buffer.com. Gibt ja auch eine Browser-Extension. Da kann ich eben mehrere Social-Media-Kanäle verknüpfen. Sind einige jetzt hier bei mir. Und dann fange ich mal bei Twitter an. Und dann sage ich hier ein neues YouTube-Video. Die Hashtags kann ich eigentlich fast so übernehmen. Ein bisschen umformatieren. Ups. Vorschaubildchen dazu. Dann sage ich, hätte das Ganze... Du bist push benachrichtigt worden. Sehr gut. So soll es sein. Das ist das Abonnieren, Glocke aktivieren. Ne? Dann kriegt man eine Benachrichtigung. Das Ganze geht auf meine Facebook-Seite, auf mein LinkedIn-Profil. In die Videotrainingstube 3 Gruppe poste ich es noch, obwohl die jetzt ja mehr oder weniger inaktiv ist. LinkedIn-Seite. Der Rest passt so. Jetzt könnte ich hier noch hergehen, den Text für alle Profile noch verändern. Also für Facebook, LinkedIn separat. Passt aber so, übernehme ich jetzt einfach so.
Bei LinkedIn funktionieren auch die Hashtags, obwohl die jetzt hier so ausgegaut sind. Und jetzt habe ich bei Buffer, das ist jetzt cool, ich kann dir entweder sagen Add to Queue, dann wird das automatisch zu verschiedenen Zeitslots gepostet. Ja, also man kann dann pro Social Media Profil definieren, wann sind Posting-Zeiten. Das können 3 am Tag sein, können auch 10 am Tag sein, je nachdem wie aktiv man da ist. Oder jetzt beim YouTube-Video mache ich es meistens so, dass ich hier direkt sage Share Now. Weil bei YouTube ist es auch so, dass die ersten Aufrufe wichtig sind. Ja? Dass möglichst viele Leute das Video in den ersten Minuten, Stunden sehen. Deshalb geht jetzt auf allen Profilen noch eine Benachrichtigung raus. Und dann hoffe ich, dass das ein paar Leute sehen. So, das war's. Damit ist das Thema durch. Eigentlich. So, jetzt sehe ich, hier ist öffentlich, genau. 2 Aufrufe schon. Ja, also ihr seht, die Aufrufzahlen sind gar nicht so hoch in letzter Zeit bei mir, aber ich habe auch viel so Twitch-Kram hier gepostet. Von daher, ja, ist schon okay. Gut. Das ging jetzt doch ein bisschen schneller wie erwartet. Dann kann ich auch mal hier umschalten, dass man jetzt auch den Chat hier wieder sieht. Das normale Twitch-Profil. So, also ich habe noch ein bisschen Zeit, bin noch ein bisschen online, wer noch oder könnte noch ein bisschen online sein, wer noch Fragen oder irgendwas hat. Auch gern zur Software oder Hardware, wenn wir jetzt heute beim Thema Video sind, ja, kann ich euch gern alles zeigen. Da gibt es keine Geheimnisse. Also wenn ihr da Fragen dazu habt, mit welcher Software ich arbeite oder warum ich was wie mache. Also manchmal ist auch das, warum man etwas macht, ganz interessant. Nicht unbedingt das Wie, sondern das Warum. Ist oft interessanter. Postet es gern in den Chat. Weil wir können das jetzt auch gern spontan als Ersatz für den Donnerstag-Talk machen, weil der findet diesen Donnerstag nicht statt. Aus Gründen. Da fällt mir ein, ich muss mal gucken, ob ich den nicht irgendwie absagen kann hier. Direkt auf Twitch. Da gibt es ja diesen Zeitplan. Muss ich mal gucken. Ansonsten wäre natürlich auch cool, wenn euch das jetzt so interessiert hat, dieses Thema Videoproduktion oder so, kann ich das vielleicht auch in Zukunft öfter machen. Also war jetzt das erste Mal, dass ich das quasi gezeigt habe. Peter, war sehr interessant, danke dafür. Gerade bei der Wahlpremiere wäre es cool gewesen, wenn du deine Shortcuts eingeblendet worden wären. Ja, das kann ich dir natürlich kurz zeigen, weil wie gesagt, ich arbeite halt mit dem Stream Deck, aber ich habe mir da tatsächlich ein paar Shortcuts definiert, beziehungsweise nutze die integrierten. Ich gucke mal ganz kurz, habe ich das Premiere noch offen? Ne, muss ich nochmal kurz starten. Aber es sind gar nicht so viele, die ich da nutze. Tatsächlich sind es 2 oder 3. So, kleinen Moment. Ich öffne das mal, das Projekt. Und dann gehen wir da nochmal drauf. Einfach mal jetzt verwurschteln, ich muss ja nicht speichern. So, ein bisschen arrangieren, dass wir das besser sehen hier. Also
etwas, was ich sehr oft mache, wenn ich gerade so Lücken hier rausschneide. Ich kann mal ein bisschen vergrößern hier. Und warte mal, ich schiebe vielleicht mal meine Kamera ein bisschen anders hin, dann sieht man es besser. So. Also wenn ich solche Lücken hier rausschneide, dann habe ich hier, warte mal. Also es gibt natürlich diesen Shortcut, um zu schneiden, ja, also Cut. Das sieht man, glaube ich, hier unter Edit. Ne, wo sieht man das? Clip? Auch nicht. Ich muss immer suchen, wo die Shortcuts eigentlich zu sehen sind. Markus, Trim Edit. Siehst du, ich weiß gar nicht, wo man die Dinger findet, weil ich das alles über Stream Deck mache. Also sonst muss ich mal im Stream Deck kurz gucken, Moment. Was ich da für einen Shortcut definiert habe. Also so sieht das bei mir aus, die Stream Deck-Aufteilung. Und das ist bei mir Option C. Das habe ich aber tatsächlich, glaube ich, frei definiert. Hübsche Intro-Auto-Animation. Ja, kann ich auch noch zeigen nachher. Also bei mir ist jetzt dieser Cut-Befehl, der einfach alle Clips in der Timeline, in der Sequenz trennt, ist bei mir Option C. Ja, das habe ich definiert. Das kann man ja bei Premiere... gibt es irgendwo die Keyboard-Shortcuts? Hier. Ne? Also auf Mac ist das hier im Premiere Pro-Menü. Ich weiß nicht, wo es auf Windows zu finden ist. Und dann kannst du ja hier benutzerdefinierte Shortcuts definieren. Jetzt muss ich mal gucken, heißt der Cut der Befehl oder? Ist es schon, ja, genau, hier. Also Cut. Da steht Command C. Hä? Ne, Command X. Ne, das ist ein anderer. Oh, wie heißt denn der Mensch? Finde ich das über den Shortcut? Nee, finde ich nicht. Es müsste aber hier irgendwo in der Sequenz sein oder in der Timeline, Timeline Panel. Ich finde es jetzt nicht. Also irgendwo gibt es hier so einen Shortcut, wie man alle Clips in der Sequenz schneiden kann an der aktuellen Cursor-Position. Und der liegt bei mir halt auf, oder heißt bei mir Option C. Das heißt, wenn ich dann eben Option C auf der Tastatur drücke oder eben meinen Shortcut auf dem Stream Deck, dann werden hier alle Clips geschnitten, also auch wenn es mehrere sind. Und was ich früher immer gemacht habe, wenn ich jetzt sowas hier rausschneiden wollte, habe ich hier nochmal einen Schnitt gemacht an der Stelle. Und habe dann entweder Rechtsklick und Ripple Delete heißt es, glaube ich. Wo ist es? Hier, Ripple Delete. Beziehungsweise es gibt dann auch einen Shortcut dafür, ne, den man sich definieren kann. Der sorgt dafür, dass eben der geschnittene Part gelöscht wird und die links, die rechts davon so reinrutschen hier. Ne. Mache ich jetzt nicht mehr, denn ich habe festgestellt, es gibt noch einen besseren Shortcut. Und zwar einfach die Taste Q. Das heißt, ich gehe an die Position, wo ich den nächsten Schnitt quasi setzen will, drücke dann die Taste Q oder halt einen Shortcut auf dem Stream Deck. Und das funktioniert nicht, wenn ich diesen Effekt angewendet habe. Sorry, jetzt muss ich das nochmal rückgängig machen. Beziehungsweise ich muss woanders reingehen. Das ist der Nachteil an diesem Seamless Transition Pack. Sobald ich das angewendet habe, funktionieren diese Shortcuts nicht mehr. Habe ich hier irgendwo ein Video, was ich dafür kurz nutzen kann. Moment. Oder ich mache einfach eine neue Timeline mit dem Video von gerade eben, dann kann ich es besser zeigen. Wo ist es denn? Module ausblenden. Oder hier habe ich eine MP4, aber ist die offline? Muss mal kurz gucken. Ah, die ist offline, okay. Wo ist mein Module ausblenden Video? Das ist die Audiodatei. Muss mal kurz nach Name sortieren, sonst finde ich das hier nicht. Da. Das ist das Video. Ich mache einfach eine neue Sequenz kurz. So. Da sollte das funktionieren. So, jetzt mache ich irgendwo einen Schnitt. Ist jetzt egal. Also. Cut. Dann gehe ich an die Stelle, die ich rausschneiden will oder bis wohin ich rausschneiden will, drücke Taste Q. Und dann habe ich den gleichen Effekt. Dann wird von der Cursor-Position nach links zum nächsten Schnitt quasi
das alles entfernt. Andersrum geht auch, ja, wenn ich jetzt hier einen Schnitt mache und ich möchte, wenn ich hier zum Beispiel einen Schnitt mache und ich möchte den Bereich hier rausschneiden, dann kann ich die Taste W drücken. Das sind, glaube ich, tatsächlich Standardkürzel von Premiere. Also Q schneidet von Cursorposition nach links, W von Cursorposition nach rechts bis zum jeweils nächsten Schnitt. Das ist eigentlich ganz cool. Das sind eigentlich die Kürzel, die ich nutze. Ja? Also Cut, Q und W. Ripple, Delete ab und zu, ja? wenn sie es... Ja, wenn ich halt... keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel schneiden will, nachdem ich schon diese Effekte angewendet habe. Und das war es im Prinzip eigentlich. Genau, Export habe ich mir halt ein Preset definiert. Ja, kannst du hier auf Export gehen und kannst dann hier alles Mögliche einstellen. Und habe mir halt hier ein paar Mal definiert für verschiedene Anwendungsfälle. Mit Logo oder ohne Logo, ja, kann man ja auch einblenden im Export. Also ich habe jetzt hier die Variante ohne Logo verwendet, weil ich es ja schon in der Aufnahme drin habe. Ansonsten, wenn ich nicht bei der Aufnahme des Logos schon drin habe, dann nehme ich hier einfach Logo oben rechts. Also habe ich das halt benannt. Das kann man dann irgendwo hier bei Effekten, glaube ich, war das, oder? Ne, wo war denn das? Video. Wo ist denn das? Irgendwo kann ich das Video einblenden. Doch bei Effekten, oder nicht? Nee, jetzt finde ich es nicht mal mehr, siehst du? Hä, bin ich jetzt blöd? Multiplexer? Nee, auch nicht. Captions, Metadata. General. Ich finde es gerade nicht mehr. Wo kann ich das Logo einbinden? More. Audio, Multiplexer? Nee. Muss doch bei Effekten sein, aber da ist es nicht. Glaubst du es? Ich finde es gerade nicht mehr, wo ich das Logo einbinden kann. Aber es funktioniert, glaube ich. Wenn ich das jetzt hier auswähle, dann habe ich das Logo jetzt nämlich doppelt. Aber wo? Verrückt, ich finde es gerade echt nicht mehr. Naja. Diese Intro-Outro-Animation, du meinst das mit diesem und reinwischen und so weiter, das habe ich... Ich glaube auch in Premiere gemacht direkt. Also nicht mit After Effects oder so. Da kann auch sein, dass es in After Effects. Doch, ich glaube in After Effects. Aber da bin ich halt auch kein Profi. Ne? Also das ist ja auch mal so ein bisschen zusammengeschustert irgendwie. Aber ja, ist okay, denke ich. Also man kann sich natürlich auch sowas bei Fiverr zum Beispiel erstellen lassen. Oder Envato Elements nutzen, um sowas zu definieren. Hier ist das alles irgendwie gerade verzerrt, stelle ich fest. Wieso ist das so verzerrt? Egal. War das vorhin auch schon so verzerrt? Komisch. Naja. Also Envato Elements ist so ein Marktplatz, denke ich, wo man sehr gut sich so Vorlagen holen kann zu allen möglichen Themen. Ob das jetzt Video ist oder Audio oder PowerPoint oder Keynote oder was auch immer. Aber da gibt es da verschiedene Plattformen. Und wenn man halt was Individuelles wirklich will, um ja ohne viel Zeit zu investieren, dann würde ich tatsächlich Fiverr empfehlen. Also da kriegt man für, ich sag mal, das geht bei 50 Euro los wahrscheinlich. Individuelle Logos, Animationen, was auch immer. Je mehr man natürlich hinblättert, umso besser wird das Ganze, auch umso individueller oder umso mehr Variationen. Aber Fiverr ist ein cooler Marktplatz für sowas. Habe ich schon ab und zu was machen lassen. Die Leute sitzen halt dann oft irgendwo im Ausland, in Polen oder Indien oder sonst wo, aber kann man meistens in Englisch kommunizieren. Ja. Gut, habt ihr sonst noch irgendeine Frage gerade? Ja, mal gucken, wie viele Leute das Video jetzt schon gesehen haben. Naja, noch nicht viel. 5. Aber egal.
Es wäre ja noch zu früh am Morgen. Das ist auch ganz interessant, ja, man kann in den YouTube-Analysen auch schauen, wann sind eigentlich die Zuschauer am aktivsten und dann dementsprechend die Posting- oder die Veröffentlichungszeiten definieren. Aber ich habe das mal getestet. Es macht tatsächlich keinen Unterschied von den Aufrufzahlen her. Ich weiß nicht, warum manche Videos besser performen wie andere. Ist es das Thema? Ich habe keine Ahnung, das Thumbnail. Aber die Uhrzeit scheint kein wirklicher Faktor zu sein. Bezüglich der Audio-Presets, wie würdest du als Anfänger die Audiobearbeitung angehen? Es kommt halt immer sehr aufs Mikro an. Also als allererstes, du brauchst ein halbwegs gescheites Mikrofon. Das muss jetzt nicht teuer sein, ne? Aber ich würde jetzt nicht das Eingebaute vom Rechner nehmen, auf keinen Fall. Oder vielleicht auch nicht unbedingt die Mikros, die zum Beispiel in den AirPods drin sind oder AirPods Max, ja, weil die halt nicht am Mund sind. Ein Headset mit einem halbwegs gescheiten Mikro kann schon okay sein. So habe ich auch angefangen, wobei die Soundqualität sich natürlich nicht mit dem vergleichen lässt, was ich heutzutage habe. Aber so fing das bei mir auch an. Einfach ein ganz normales Gaming-Headset für 50 Euro oder was das damals gekostet hat, keine Ahnung, mit einem Mikrofon. Wichtig ist halt, das Mikro muss möglichst nah am Mund sein. Ja, ihr hört es ja, wenn ich jetzt hier ganz nah reingehe und reinspreche, dann hört sich das anders an, als wenn ich jetzt hier so 30, 40 Zentimeter entfernt bin. Also möglichst nah am besten. Idealerweise auch immer im ungefähr gleichen Abstand. Und da ist halt so ein Headset ganz praktisch. Ja, da kann ich den Kopf bewegen, wie auch immer. Die Position vom Mikro ändert sich nicht. Ansonsten natürlich, wenn man ein bisschen mehr Videos macht und mehr Erfahrung hat und merkt, okay, das liegt einem, das will ich weitermachen, dann kann man auch gerne mal ein bisschen Geld in ein Mikrofon investieren. Da gibt es gute USB-Mikros ab 50 Euro, sage ich mal. Nach oben natürlich offen, wie immer. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich schon ein bisschen mehr in die Ausstattung hier investiert in den letzten 2-3 Jahren, aber es lohnt sich bei mir halt auch, weil ich halt sehr viel mache. Dann zur Audiobearbeitung. Ich kann es nochmal kurz zeigen, warte. Muss ich bloß nochmal hier ein Audio-File kurz öffnen, einen Augenblick. Er ist jetzt halt schon bearbeitet, aber das ist egal. Also, wie gesagt, ich hatte es vorhin ganz kurz erwähnt. Es gibt halt verschiedene Effekte, die man anwenden kann. Ja. Manche davon sind kostenlos. Manche habe ich mir mal bei waves.com gekauft. Ja. Die haben immer mal wieder so Aktionen, so kaufe 3, zahle 1 oder so. Da habe ich tatsächlich mal für, ich glaube, 30, 40 Dollar oder Euro 3 Plugins abgegriffen, weil die gerade so eine Aktion hatten. Ne. Also normalerweise hätte ich es dreifache bezahlt. Ich glaube, waves.com ist die Website. Die haben halt so VST-Plugins. Können wir mal kurz gucken. Ja, ich glaube, das war das. Ja, genau. Waves.com. Das Coole ist, du kannst dann so eine Lizenz auch erwerben, wenn du das auf mehreren Rechnern verwenden willst. Ja, also so ein Plugin auf mehreren Rechnern. Aber es gibt halt auch gute kostenlose. So ist es nicht. Ne? Aber die sind jetzt auch nicht so teuer, die Dinger hier. Und ich habe jetzt da halt als allererstes so ein neues Gate, oder wie heißt das, Noise Suppressor, der so ein bisschen ja, Rauschen unterdrückt. Normalerweise würde das Ding jetzt hier ausschlagen, aber da ich jetzt mein Mikro hier nicht aktiv habe, warte mal, ich kann mal testen, ob das hier funktioniert. Ah ne, geht nicht, das sieht man bloß, wenn ich abspiele, okay. So, Aufnahme läuft, jetzt kommt das Klatschen. Ja, das ist jetzt die Aufnahme von vorhin und ihr seht da, ja, hi Leute, Wolfgang hier, willkommen zu diesem neuen... Ja, funktioniert jetzt nicht, weil ich hier schon Effekte drauf habe. Das ist jetzt schon die bearbeitete Datei von vorhin. Ich habe jetzt gerade keine Rohdatei. Aber hier muss man einfach gucken, dass man so einen Punkt findet, wo das Hintergrundrauschen, was du bei vielen Mikros einfach mit drauf hast, weg ist, ohne dass irgendwas geklippt wird, ja? Ohne dass deine Stimme irgendwie abgeschnitten wird. Da muss man einfach ein bisschen experimentieren. Da kann ich jetzt keinen fixen Wert sagen oder so, sondern das ist einfach... Ja, testen. Dann, wie gesagt, der Equalizer. Ich habe jetzt halt hier so einen grafischen Equalizer. Den habe ich mir bei Waves gekauft. Ja, es gibt natürlich auch integrierte Equalizer in den meisten Audioschnittprogrammen, die
funktionieren auch. Ich habe den mir halt genommen, weil der hier sehr viele Möglichkeiten hat. Und ich schneide halt alles, was unterhalb von 100 Hertz ist, relativ radikal ab, weil es eben diese tiefen Frequenzen sind, die kein Mensch eigentlich hört, die aber für Störgeräusche sorgen können. So tiefes Vibrieren, Brummen, Tippgeräusche, wenn du auf die Tastatur tippst oder so, das kann so tiefe Vibrationen einfach auslösen, die du vielleicht nicht wirklich hörst, aber die so störend sein können, ne? Also Nebengeräusche. Deshalb alles unterhalb von 80 bis 100 Hertz eigentlich komplett weg, brauchst du nicht. Ich könnte es sogar noch extremer klippen hier, brauche ich jetzt nicht, ne? Dann gehe ich hier so ein bisschen hoch in den Bässen, um einfach so ein bisschen mehr Volumen zu geben. Da muss man gucken, das ist hier so bei 100 Hertz ungefähr. Nee, Quatsch. Doch, bei 100 Hertz ungefähr. Gehe ich so ein bisschen hoch hier. Bei 195 Hertz gehe ich so ein bisschen runter. Da habe ich einfach, ja, das ist Experimentieren, ne? Du musst einfach pro Mikro, pro Stimme auch gucken, welche Frequenzen sind hier gut, aber so ungefähr so eine Wellenform passt meistens so einigermaßen. Und dann gehe ich jetzt am Schluss halt hier nochmal ein bisschen hoch, um ein bisschen mehr Brillanz reinzugeben, die Höhen ein bisschen anzuheben. Aber auch das ist halt alles sehr abhängig vom Mikro, ne? Kann auch sein, dass du manchmal hier in den Mitten noch was machen musst. Ja? Wenn man jetzt die Mitten zum Beispiel anhebt, dann wird die Stimme, sage ich mal, ein bisschen näseliger. So, ne? Aber wenn du so eine näselnde Stimme vielleicht von Natur aus hast, kannst du versuchen, durch Absenken der Mitten das Näseln ein bisschen rauszunehmen vielleicht. Ja? Also es ist einfach ausprobieren. Ja? Und da ist halt auch wichtig, dass man vielleicht einen halbwegs guten Kopfhörer hat. Um das zu beurteilen, ja, wie der ganze Sound klingt. Also ich habe jetzt zum Mixen tatsächlich habe ich diesen Kopfhörer in der Regel. Ja, das ist dieser DT770 Pro von Sennheiser, glaube ich, oder? Ne, Beyer Dynamic, genau. Das ist quasi so eine Art Referenzkopfhörer, der sehr neutral ist. Also den kann man sehr gut zum Abmischen nehmen. Um das einfach beurteilen zu können, ja. Aber wie gesagt, das ist so abhängig vom Mikro, aber so grob, ja, so ungefähr kann man das machen. Ja, dann habe ich mir noch so einen De-Esser besorgt, der nimmt einfach diese Zischlaute raus, ja. Wenn man das S so sowas spricht, das kann man hier ein bisschen reduzieren, weil das kann manchmal sehr lästig sein. Ja, ist natürlich auch wieder abhängig davon, wie spricht man, ja. Manche lispeln ja eher, dann brauchst du das vielleicht nicht. Aber wenn du jetzt so nervige Zischlaute drauf hast, dann kann man die hier sehr gut reduzieren einfach. Das muss man aber auch testen. Ja? Man darf hier nicht zu viel rausnehmen, weil sonst lispelt man dann tatsächlich in der Nachbearbeitung. Das ist ja das, was angeblich bei Wetten, dass neulich beim Thomas Gottschalk passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Der hat ja so ganz komisch gelispelt während der ganzen Show. Und dann haben sie hinterher gesagt, ja, das war ein Fehler im Audio, in der Audiobearbeitung. Ich glaube eher, dem seine Prothese war verrutscht, aber egal. Ja, dann, das hier ist übrigens ein kostenloses Plugin. Das ist ein Kompressor, TDR Kotelnikov. Das kostet tatsächlich nichts. Sehr guter Kompressor. Mal gucken, TDR Kotelnikov. Genau, Tokyo Dawn. Also den kann man sich einfach so runterladen. Den gibt es auch für verschiedene Betriebssysteme hier. Windows, Mac, Linux, keine Ahnung. Ist halt ein VST-Plugin. Kann sein, dass das auch unter Linux irgendwie zum Laufen gebracht werden kann, weiß ich nicht. Aber für Mac und Windows gibt es den noch. Kostet halt nichts, wie gesagt. Zumindest war es immer so, oder? Ne, steht kein Preis hier. Ja, kann man sich hier runterladen. Und Kompressor sorgt ja dafür, dass leise Stellen so ein bisschen angehoben werden und Laute ein bisschen runtergezogen werden, dass du eben ein ebeneres Klangbild hast und nicht so grobe Unterschiede. Auch hier muss man sehr viel experimentieren, denke ich, ja, mit diesen Werten. Und wichtig ist, dass man hier auch mit diesem Make-up und Out-Gain arbeitet. Idealerweise sollte der Ton, also die Lautstärke, sich noch nicht verändern durch den Kompressor. Ne? Also einen Kompressor nimmt man nicht, um das ganze Signal lauter zu machen, sondern nur, um auszugleichen. Ja, die Lautstärke, die kriegst du ja durch andere Tools letztendlich oder durch das Gesamte eigentlich hin. Ne? Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, was ich manchmal mache, das habe ich heute gar nicht gebraucht, da der Pegel eigentlich sehr laut war. Normalerweise nehme ich nicht mit so einem hohen Pegel auf. Ich
weiß gar nicht warum. Ah doch, ich weiß warum. Weil bei Twitch-Livestreams habe ich schon Kompressor und so weiter direkt live auf dem Mikro liegen. Bei normalen Aufnahmen mache ich das nicht. Deshalb war der Pegel so laut vorhin. Da war schon ein Kompressor drauf. Jetzt habe ich den doppelt drauf gemacht. Aber ich glaube, der Ton war jetzt nicht so verkehrt. Siehst du? Habe ich einen Fehler gemacht. Ja, egal. Ja, kann ich das hier größer machen? Nee. Das sind Werte, der hat mir dann tatsächlich eben der Audio-Coach so ein bisschen mitgegeben, aber auch hier muss man auch ein bisschen experimentieren. Macht ihr vielleicht einen Screenshot von den Einstellungen hier oder so, um das mal so als Basis zu nehmen. Und zum Schluss lege ich einfach nochmal einen Limiter drauf, der sorgt einfach dafür, dass die ganze Bearbeitung, die davor passiert, nicht dafür das Signal nicht übersteuert sozusagen. Also das ist hier bei, ich habe das jetzt mal hier auf ja, so minus 2 eingestellt, Threshold, was habe ich da, minus 5 oder minus 6, kann es nicht genau sehen jetzt gerade. Ja, das, wie gesagt, verhindert Übersteuern, weil Übersteuern ist immer scheiße, das kriegst du nicht mehr raus hinterher. Ja, und das war es eigentlich, ne, an Effekten. Noise Suppressor, Equalizer, De-Esser, Kompressor, Limiter. Und was du genau einstellst, hängt von deiner Stimme ab, vom Mikrofon. Muss man halt sehr viel experimentieren. Irgendwann, wenn du zufrieden bist, kann man sich ein Preset speichern. Das geht hier in Audition sehr einfach. Hier Effekte Rack als Vorgabe speichern. Ich mache das jetzt halt hier in Audition. Wenn man jetzt zum Beispiel mit DaVinci Resolve arbeitet als Videoschnittprogramm, dann kann ich das auch direkt in diesem Audiobearbeitungsteil hinzufügen, weil auch da kann ich VST-Plugins einbinden. Also funktioniert auch, habe ich schon getestet. Oder in OBS Studio kann ich auch manche VST-Plugins einbinden. Oder was ich jetzt hier nutze für Streams, ist diese Wavelink-Software von Elgato. Na, das sieht so aus, da habe ich hier halt diesen XLR-Adapter, das Wave XLR, um mein Mikrofon anzuschließen. Da kann ich hier eben diese ganzen Audioquellen auch regeln. Jetzt hier bei Firefox läuft zum Beispiel der Sound im Hintergrund. Google Chrome kam vorher das YouTube-Video. Oder hier habe ich jetzt auch extra für heute mal Audition und Premiere Pro als Audioquellen eingebunden, damit ihr den Schnitt nachher auch hört. Und hier kann ich eben auch, mal gucken, wo das war. Moment. Ah, hier. Hier habe ich jetzt zum Beispiel direkt live Noise Gate, De-Esser und Equalizer drauf. Ah, Kompressor nicht, Gott sei Dank. Kompressor habe ich hier nicht drauf. Aber Noise Gate, De-Esser und Equalizer, das heißt, das hätte ich vorhin gar nicht anwenden müssen. Mir ist es nicht aufgefallen. Damit eben auch bei Livestreams der Ton besser ist wie ohne. Also es reißt schon was raus. Die Software funktioniert so leider nur, wenn man ein Elgato Wave XLR hat oder dieses neue Stream Deck Plus, da geht es auch. Aber es ist halt sehr cool, da kann ich verschiedene Audioquellen hier einbinden. Ich habe hier dann den Monitorausgang, das ist das, was ich auf dem Kopfhörer höre. Und der Streamausgang, das ist das, was ihr hört. Und kann das hier sehr fein eben abmischen, die Lautstärkeverhältnisse und so. Da kann ich jetzt eben auch hier zum Beispiel über das Stream Deck die Musik lauter machen. Oder auch leiser. Und ich kann es auch mit der Maus hier regeln. Auch ziemlich cool. Ja, das zur Audiobearbeitung. Ich hoffe, das hat dir jetzt irgendwie was gebracht. Aber wie gesagt, ich bin da selber kein Experte. Deswegen habe ich mir den Profi geholt. Und habe da mal so zwei Zoom-Sessions mir das gegeben. Der hat mir das einmal eingestellt, hat mir Tipps gegeben, so die Theorie ein bisschen beigebracht. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit jedem Mikro immer so hinkriegen würde. Aber die Basics sind jetzt halt da bei mir. Über die Schulter schauen Format gerne fortführen. Ja, ich glaube, das könnte ganz cool sein. Wenn ich mal wieder so Videos aufnehme. Warum nicht, ja? Und nächstes Mal mache ich das dann vielleicht auch mit dem Sound richtig. Ja. So, jetzt kann ich Audition hier nicht verkleinern. Muss ich es beenden. Gut, gut.
Hat sonst noch irgendjemand eine Frage zu Typo 3 oder sonst was? Oh, da sind schon wieder ganz viele diese Icon-Pack-Extensions rausgekommen. Ich weiß gar nicht, was machen die eigentlich? Ich gucke gerade im Repository. Nano, wieso wird das jetzt hier so abgeschnitten? Irgendwas verzerrt hier das Bild. Warum? Ah, okay, da habe ich was verstellt, scheiße. Wieso? Ah, jetzt, oder? Ja, jetzt stimmt's wieder. Hatte ich vorhin was verstellt, deswegen war das so verzerrt. Da kommen in letzter Zeit ständig diese Icon Pack Extensions hier raus. Ich weiß gar nicht, für was die da sind, ehrlich gesagt. Aber immer ganz viele. Was macht die? Provides an Icon Pack Registry for various Icon Packs. Aber für was brauche ich sowas? Keine Doku. What? First public release. Icon Pack Registry for custom icon packs. This can be used in backend and frontend. Okay. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz wohin. Augenblick. So, wieder da. Ja, was diese Icon Pack Extensions machen, bin ich mir nicht so ganz sicher, oder wofür ich das brauche. Naja. Es gibt sonst noch Neues. Ich habe jetzt übers Wochenende gar nicht geguckt, muss ich sagen. Extra Fields for Frontend Users vom Olli Klee.
Insert the Scroll to Top Plugin. Brauchen wir sowas? Okay. Event Planner. Mhm. In Typo 3.12 gibt es jetzt den neuen Create Folder Dialog. Habe ich das schon mal gesehen? Bin mir gerade nicht sicher. Aber wir können ja mal gucken. Habe ich es noch offen? Ja. Also ich muss mal starten und wahrscheinlich ein Update machen. Hattest einen Screenshot gepostet? Stand hier bin. Ja. So, ich habe den Screenshot jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Wo gibt es denn eine Dateiliste oder wo? Das da. Create Folder. Okay. Folder Name. Okay, das heißt, egal wo ich bin, ich sage Create Folder, geht er von dem aus, wo ich bin, aber ich kann einfach hier dann auch woanders hin wechseln. Ja, okay, cool. Mhm. Das passt. Macht es ein bisschen einfacher. Was sind das für Icons hier? Ah, da kann ich auch von dort in diesen Ordner wechseln. Okay. Okay. Gut, was gibt es sonst so Neues? Mal gucken, ob wir da was sehen. Deprecate old. Create folders via models. Das war das. Add fluid trim view helper, genau. Add a former trim view helper to trim strings. Possible sites are both. Whitespace, other characters von, ja, von Anfang an Ende oder halt von vorne, von links oder von rechts, okay. Das ist eine gute Ergänzung zum Crop View Helper, ne, würde ich mal sagen. Dass ich bei Crop konnte ich ja nur ja, das Ende wegschneiden quasi. Hier kann ich halt ja, Leerzeichen entfernen oder andere Zeichen. Zeit gleich right. Special Characters. Ah, okay. Jo. Das ist interessant. Kann man brauchen. Ansonsten ja, gibt es jetzt nicht viel Neues scheinbar bisher. Was man hier sieht. Aber muss ja auch nicht. Genau, der TrimView-Helper. Ja, haben wir gerade entdeckt. Jo, gut. Wie spät haben wir eigentlich? 10 Uhr schon, okay. Nee, sonst habe ich gerade nichts auf Lager. Für die, die in der Gruppe sind, ne, heute Abend, kleine Erinnerung, ist ja Gruppenstammtisch.
Ansonsten morgen Live-Coaching. Und das war's dann, glaube ich, für diese Woche. Ich muss mal gucken, ob ich den Donnerstags-Stream am Mittwoch mache. Ist aber jetzt noch nicht hundertprozentig sicher. Muss ich mal schauen. Das wäre dann relativ kurzfristig. Ansonsten wird es den aber auch nach Weihnachten wieder geben, denke ich. Ja, doch, warum nicht? Also wenn nichts dazwischen kommt zwischen Weihnachten und Silvester, wird es auch den Donnerstags-Stream wieder geben. Mal schauen. Gut, ich gucke gerade nochmal, wie oft das Video jetzt aufgerufen wurde, aber wahrscheinlich noch nicht oft. 11 Mal. Naja, gut. Es wird. Platz 6 von 10 in den ersten 42 Minuten. Das sieht man immer ganz gut auf dem Kanal-Dashboard bei YouTube, wie neue Videos ranken im Vergleich zu anderen seit der Zeit, wo sie hochgeladen oder veröffentlicht worden sind. Ist manchmal ganz interessant. Okay. Nee, dann würde ich sagen, machen wir Schluss so langsam. Und dann sehen wir uns irgendwann irgendwo. Gut, dann sage ich danke für alle, die dabei waren. Wenn ihr so ein Thema öfter wollt, lasst mich gern wissen. Oder sonstige Fragen zu Typo 3 einfach schreiben. Und dann kann ich vielleicht auch ein Video dazu machen. Das war nämlich... Ja, so gehe ich meistens vor. Diese ganzen YouTube-Videos entstehen meistens aus Fragen, die ich irgendwo entweder selber gestellt bekomme oder die ich irgendwo lese. Ja. Und wenn es dann noch kein Video dazu gibt, mache ich immer ganz gern eins dazu. So kommt man an Content. Alles klar. Dann ich wünsche euch noch einen schönen Montag, schönen Start in die Woche. Und falls wir uns nicht mehr sehen oder hören, schöne Feiertage, guten Rutsch, frohe Ostern. Macht's gut. Bis heute Abend, genau. Ciao.